Hunderte Dresdner wollten heute Nachmittag nur eines tun: Anteil nehmen am Schicksal ertrunkener Flüchtlinge vor Lampedusa. Dass die Idee aufgeht, hatten die Veranstalter gehofft, aber seit letztem Dienstag kaum mehr geglaubt. Man sieht die Empathie der Dresdner mit den Opfern, mit anderen Opfern, sie ist ja da. Es wurde permanent darüber geschrieben, immer wieder jetzt, dass man keine Empathie hat für Opfer anderer Kriege. Wir sehen heute, so ist es nicht. Großformatige Fotos machen aus dem Theaterplatz einen Friedhof. Abgelichtet die Gräber, die in 25 sizilianischen Kommunen für die Opfer geschaffen wurden. Mal ganz individuell mit Namen, dann wieder anonym nur mit Nummer. Unter starker Medien- und Polizeipräsenz eröffnete Oberbürgermeister Hilbert das Kunstprojekt mit. Anders als am Dienstag auf dem Neumarkt blieben Zwischenrufer aber die Ausnahme. Wir sind ja hier in einem nachgebildeten Friedhof, dass man da ein Stückchen Würde zeigt und auch Respekt dem Ort gegenüber. Das fand ich sehr angenehm und ich hoffe, dass wir auch in Zukunft viel stärker, ich sag mal, sachlich uns auseinandersetzen können. Interviews zu führen war auf dem Theaterplatz dennoch nicht leicht. Viele Besucher konnten unter dem Eindruck der Bilder einfach nicht über ihre Gedanken und Gefühle sprechen. Andere nur mit den Tränen kämpfend. Mich bewegt das, weil Mensch ist Mensch, egal wo und wie. Dass so viele Menschen ertrunken sind, das ist nicht schön. Das rührt mich ziemlich. Das führt einem sehr stark vor Augen, wie diese Katastrophe, dass diese Katastrophe nicht nur aus Zahlen besteht und so viele sind wieder ertrunken, sondern aus Menschen, die hier dann versucht werden, würdig zu bestatten. Ein Friedhof im Herzen der Stadt, der ganz offensichtlich zu Herzen geht. Wir sehen, es gibt die andere Seite. Die andere Seite von Dresden ist sehr stark. Bis zum 14. Februar ist die Kunstinstallation noch auf dem Theaterplatz zu sehen.